Meine Damen und Herren, auch im zweiten Teil seines Vortrags nimmt Eugen Drewermann ein Märchen, das Märchen Fundevogel, zum Anlass, über unsere eigene Situation als sterbliche Wesen nachzudenken. Eugen Drewermann, der mit seinem tiefen psychologischen Ansatz der Bibelauslegung großen Zulauf findet, Drewermann, der aus diesem tiefen psychologischen Ansatz grundlegende Kirchen- und Theologiekritik ableitet und fordert, Religion und Glaube müssten wieder innerlicher werden, wurde am Tag, da wir seinen Vortrag aufzeichneten, durch den Erzbischof von Paderborn seines Lehramts enthoben, ohne dass klar gesagt wurde, was an der Lehre Drewermanns tatsächlich auszusetzen sei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben in der letzten Stunde ein Märchen gehört, das uns die Traurigkeit des menschlichen Daseins angesichts der einzig sicheren Tatsache des Sterbenmüssens bis zur Grenzmarke des Verzweifelten deutlich machen will. Was kann ein Arzt anderes tun, als Partei zu ergreifen für seinen Patienten und also das individuelle Leben zu verteidigen gegen die brutale Gleichgültigkeit der Natur? Sie ermöglicht uns und bringt uns hervor, aber sie meint uns nie als besondere Existenz. Jeder Mensch, der einen anderen Menschen liebt, gewinnt ein Gefühl dafür, dass es den anderen geben muss. Wenn immer ein Mensch einem anderen begegnet, den er von Herzen lieb gewinnt, wird man sich die eigene Kindheit erzählen. Und sie wird so erscheinen, wie wenn die Schicksale der Biografie zweier ganz getrennt aufgewachsener Menschen über einen Zeitraum von Jahrzehnten, wie notwendig geführt aufeinander zu, gefügt und geleitet worden wäre. Alles ringsum mag noch so gleichgültig erscheinen. Ein Mensch, den man lieb gewinnt, ist das absolut Notwendige im eigenen Herzen und an der Seite der eigenen Existenz. Sie gehen am Ufersaum des Meeres entlang und finden bei zurücktretender Ebbe den Auswurf einer einzigen Flut. Krabbenschalen, Muschelschalen, leergefressene Spuren von Leben im Austausch für anderes Leben. Eine sinnlos erscheinende Aussaat von Kommen und Gehen, von Hervorbringen und Zurücknehmen. Welch ein Sinn, welch eine Notwendigkeit sollte in jedem dieser Details stecken? Und Sie begreifen mit einem Mal, dass Sie der Natur der Welt so gleichgültig sind wie irgendeine Miesmuschel oder irgendeine Austernschale. Nichts, was sie im Rahmen der Natur definiert, ist irgendetwas Besonderes, Bevorzugtes, Ausgezeichnetes. Und dennoch kann es sein, sie erinnern sich plötzlich bei der Strandwanderung, das sagen wir um 10.20 Uhr, auf dem Bahnhof, ein Mensch auf sie wartet, auf den sie selber schon gewartet haben, seit langer Zeit, weil sie ihn lieben. Und plötzlich ist der gesamte Eindruck der Beliebigkeit, der Zufälligkeit von allem und jedem vollkommen widerlegt. Dieser eine Mensch ist nötig für Sie und also für die ganze Welt. Es ist, wie wenn Sie plötzlich durch das Maschennetz der Beliebigkeit und der Zufälligkeit hindurchgleiten würden in eine immer tiefere Zone, bis hinein an die Stelle, wo Sie plötzlich begreifen, dass nichts sein muss, aber vielleicht alles sein darf, seiner Schönheit wegen, seiner Größe wegen, seiner Zärtlichkeit wegen, seiner ungehörten Worte von Poesie und Leidenschaft wegen. Nichts muss sein, und doch ist es unbedingt nötig, dass das, was sein darf, Geltung besitzt. In der Liebe ist kein Widerspruch mehr zwischen Notwendigkeit und Zufälligkeit. Sie besteht gerade darin, zum anderen, den es nicht geben muss, in völliger Dankbarkeit Ja zu sagen. Und so beginnt sich unser menschliches Leben förmlich zu verdoppeln. Nie sind wir nur Teil der Natur. Es brächte uns um bis zum Wahnsinnigen. Es wäre viel schlimmer als das Sterben selber, so sinnlos den Tod erleben zu müssen. Aber wir entdecken Kraft der zärtlichsten Energie unserer Seele, dass es etwas anderes geben muss, das einer anderen Welt zugehört, das wir nicht kennen, dass wir stumm bleibend immer wieder um Auskunft
ersuchen, und sie wird uns dennoch nie anders zuteil, als im Feld der Liebe selber. Was Wunder daher, dass wir diese Macht, die wir nicht kennen, mit hilflosen Worten, mit den Begriffen denkender Säugetiere als die Liebe bezeichnen. Vor einer Weile in einem zoologischen Garten sah ich eine Rhesusäffchen mit ihrem Jungen, das sie auf den Knien hielt. Das Äffchen, gerade zur Welt gekommen, elementar neugierig, mit ganz großen Augen, einem riesig erscheinenden Kopf auf dem dünnen Hälschen, bog sich immer wieder weg vom Körper seiner Mutter, aus der Balance geratend, und nun das Muttertier. Unsere Verwandten getrennt durch etwa 30 Millionen Jahren Evolution, hinderte das Kleine nicht an seiner Bewegung, hielt aber die Hand in der Nähe seines Köpfchens, behütend und beschützend. Ich wüsste nicht, was Glauben in gleich welcher Religion anderes sei, als dass es eine solche Hand gäbe, unsichtbar, über all den Suchwanderungen unserer menschlichen Existenz. Davon Zeugnis abzulegen und ein wenig Richtung in das Suchen zu bringen, indem Halt und Ordnung angeboten wird auf die Frage, wie überleben wir mitten im Leben mit dem Tod, möchte ein kleines Märchen unter dem Titel Fundevogel uns auf den Weg geben. Wenn Sie Märchen interpretiert finden heute, so dass sie dem Leben nützlich sind, kommt bevorzugt die Interpretationsmethode der Tiefenpsychologie dabei zum Tragen. Für diesen Vortrag heute ist die Tiefenpsychologie ein Stück weit ungeeignet. Die Problemstellung des Märchens des Fundevogels hat es nicht allein zu tun mit den subjektiven Seelenzuständen, sondern mit einer, wenn Sie so wollen, existenzphilosophischen Frage. Die Symbole, die dieses Märchen verwendet, sind also nicht einfach psychische Bilder, sondern Daseinschiffren. Und die ganze Geschichte liest sich nicht, wie sonst in 100 Märchen, als ein Entwicklungsweg der Psyche, sondern sehr viel energischer als so etwas wie eine philosophische Parabel, die möchte, dass wir weise würden im Umgang mit den Reifestadien des Daseins. Das alles klingt ein bisschen kompliziert, aber das Märchen erzählt es ganz einfach, nämlich wie folgt. Fragen Sie sich aber, wenn Sie es hören, einmal nicht so sehr, was es bedeutet, sondern was sehen Sie vor sich? Was über Sie selber sagt diese Geschichte, wenn es, nennen wir es so, Ihr eigenes Leben in dieser Weise porträtiert? Was wäre, Sie hätten dieses Märchen die letzte Nacht geträumt? Und welche Botschaft enthielt er es dann für Sie selber? Das Märchen beginnt, wie üblich, es war einmal ein Förster. Der ging in den Wald auf die Jagd. Und wie er in den Wald kam, hörte er schreien, als ob sein kleines Kind wäre. Er ging dem Schreien nach und kam endlich zu einem hohen Baum. Und oben darauf saß ein kleines Kind. Es war aber die Mutter mit dem Kinde unter dem Baum eingeschlafen. Und ein Raubvogel hatte es in ihrem Schoß gesehen, war hinzugeflogen, hatte es mit seinem Schnabel weggenommen und auf den hohen Baum gesetzt. Der Förster stieg hinauf, holte das Kind herunter und dachte: Du willst das Kind mit nach Hause nehmen und mit deinem Lenchen zusammen aufziehen. Er also brachte es heim. Und die zwei Kinder wuchsen zusammen auf. Das aber, das auf dem Baum gefunden worden war und weil es einen Vogel weggetragen hatte, wurde Fundevogel geheißen. Fundevogel und Lenchen hatten sich so lieb. Nein, so lieb, dass wenn das eine das andere nicht sah, es traurig ward. Der Förster hatte aber eine alte Köchin. Die nahm eines Abends zwei Eimer und fing an, Wasser zu schleppen.
und ging nicht einmal, sondern viele Male hinaus an den Brunnen. Lenchen sah das und sprach: Hör einmal, alte Sanne, was trägst du denn so viel Wasser? Wenn dir's kein Mensch weitersagen willst, will ich dir's wohl sagen. Da sagte Lenchen, nein, sie wollte es keinem Menschen weitersagen, sprach die Köchin morgen. Morgen früh, wenn der Förster auf der Jagd ist, da koch ich das Wasser. Und wenn's im Kessel siedet, werf ich den Fundevogel nein und will ihn drin kochen. Des andern Morgens, in aller Frühe, stieg der Förster auf und ging auf die Jagd. Und als er weg war, lagen die Kinder noch im Bett. Da sprach Lenchen zum Fundevogel: Verlässt du mich nicht, verlass ich dich auch nicht. So sprach der Fundevogel: Nun und nimmermehr. Da sprach Lenchen: Ich will es dir nur sagen. Die alte Sanne schleppte gestern Abend so viel Eimer Wasser ins Haus. Da fragte ich sie, warum sie das täte. So sagte sie: Wenn ich's keinem Menschen wollte sagen, so wollte sie es mir wohl sagen. Sprach ich: Ich wollte es gewiss keinem Menschen sagen, sagte sie: Morgen früh, wenn der Vater auf der Jagd wäre, wollte sie den Kessel voll Wasser sieden, dich hineinwerfen und kochen. Wir wollen geschwind aufsteigen, uns anziehen und zusammen fortgehen. Also standen die beiden Kinder auf, zogen sich geschwind an und gingen fort. Wie nun das Wasser im Kessel kochte, ging die Köchin in die Schlafkammer, wollte den Fundevogel holen und ihn hineinwerfen. Aber als sie hineinkam und zu den Betten trat, waren die Kinder alle beide fort. Da wurde ihr grausam Angst. Und sie sprach vor sich hin: Was will ich nun sagen, wenn der Förster heimkommt und sieht, dass die Kinder weg sind? Geschwind hinten nach, dass wir sie wiederkriegen. Da schickte die Köchin drei Knechte nach. Die sollten laufen und die Kinder einlangen. Die Kinder aber saßen vor dem Wald. Und als sie die drei Knechte von Weitem laufen sahen, sprach Lenchen zum Fundevogel: Verlässt du mich nicht, verlass ich dich auch nicht. So sprach Fundevogel: Nun und nimmermehr. Da sagte Lenchen: Werde du zum Rosenstöckchen und ich zum Röslein drauf. Wie nun die drei Knechte vor den Wald kamen, so war nichts da als ein Rosenstrauch und ein Röschen obendrauf, die Kinder aber nirgends. Da sprachen sie: Hier ist nichts zu machen, und gingen heim und sagten der Köchin, sie hätten nichts in der Welt gesehen als nur ein Rosenstöckchen und ein Röschen obendrauf. Da schalt die alte Köchin: Ihr Einfallspinsel, ihr hättet sollen das Rosenstöckchen entzweischneiden, das Röschen abbrechen und mit nach Hause bringen, geschwind, tut's. Sie also zum zweiten Mal mussten hinaus und suchen. Die Kinder sahen sie von Weitem kommen. Da sprach Lenchen: Fundevogel, verlässt du mich nicht, verlass ich dich auch nicht. Fundevogel sagte: Nun und nimmermehr. Sprach Lenchen: Werde du eine Kirche und ich eine Krone drin. Wie nun die drei Knechte dahin kamen, war nichts da als eine Kirche und eine Krone darin. Sie sprachen also zueinander: Was sollen wir hier machen? Lasst uns nach Hause gehen. Wie sie nach Hause kamen, fragte die Köchin, ob sie nichts gefunden hätten. Sagten sie: Nein, sie hätten nichts gefunden, außer einer Kirche, und da wäre eine Krone drin gewesen. Ihr Narren, schalt die Köchin, warum habt ihr nicht die Kirche zerbrochen und die Krone heimgebracht? Nun machte sich die alte Köchin selber auf die Beine und ging mit den drei Knechten den Kindern nach. Die drei Kinder aber sahen die drei Knechte von Weitem kommen, und die Köchin wackelte hinterher. Da sprach Lenchen: Fundevogel, verlässt du mich nicht, verlass ich dich auch nicht. Sprach Lenchen: Nein, nun und nimmermehr. Sprach Lenchen: Werde zum Teich und ich die Ente drauf. Die Köchin kam herzu
Und als sie den Teich sah, legte sie sich darüber hin und wollte ihn aussaufen. Aber die Ente kam schnell geschwommen, fasste sie mit ihrem Schnabel beim Kopf und zog sie in das Wasser hinein. Da musste die alte Hexe ertrinken. Da gingen die Kinder zusammen nach Hause und waren herzlich froh. Und wenn sie nicht gestorben sind. Dass wir es hier mit einer Geschichte zu tun haben, die sich beim besten Willen tiefenpsychologisch nicht als Entwicklungsmärchen deuten lässt, erkennen Sie an der Fülle der Ungereimtheiten, die selbst bei Märchen, fantastischen Erzählungen des Guten zu viel sind und der inneren Logik nicht mehr folgen, die sonst in Märchen herrscht. Ich zähle ganz einfach auf. Dass ein Förster ein Kind findet, das vom Adler entführt ist, hat man in Mythen und Märchen häufig. Schon bei den alten Babyloniern gab es die Sage von Etana, der mit einem Adler am Himmel reiste. Das ist das Übliche und mag dahingehen. Dass dieser Förster eine Köchin hat, statt einer richtigen Frau, mag ihm gegönnt sein, indem er auf die Weise für gut versorgt gelten muss. Auch seinem Lenchen scheint die Häuslichkeit bis dahin gut bekommen. Dass aber, nachdem Lenchen und der Fundevogel jetzt heimgeholt, sich anfreunden auf diese innige Weise, und es gäbe offenbar nur einen einzigen Menschen, der davon keine Ahnung hat, diese Köchin, die Sanne, das ist mehr, als man glauben mag. Ärger denn. Da zieht sie ausgerechnet das Lenchen, das so sehr an dem Fundevogel hängt, in ihr Vertrauen und erklärt seelenruhig, am anderen Morgen würde gesotten und gebraten. Jetzt aber braucht man wirklich Nervenstärke, fast so wie Theologen am Tage ihrer Verurteilung. Denn wir erfahren, dass das Lenchen die Stirn hat, ihrem geliebten Fundevogel kein Wort von der drohenden Gefahr mitzumachen und mitzuteilen. Stattdessen sehen wir die beiden ungerührt die ganze Nacht durchschlafen. Das nenne ich Rücksichtnahme. Pünktlich dann aber, wo die Drohung anhebt, erläutert das Ganze hin und her im Gespräch das Lenchen dem Fundevogel. Über alles Maß hinaus aber ist die Reaktion der Köchin. Sie fürchtet sich davor, dass der Förster merkt, wie die beiden Kinder entwischt sind. Dass sie den Fundevogel auf ganz andere Weise wollte zum Verschwinden bringen, das scheint weniger das Problem. Die Menschenfresserei gilt hier offensichtlich für normal, aber das Entlaufen für unschicklich. Schließlich denn, dass die Köchin hinterher wackelnd immer noch so rüstig ist, die Kinder einzuholen, während ihre Boten aufgrund des eigenen Unverstandes nicht wirklich sehen, wen sie vor sich haben nach all den Verwandlungsstufen, das gibt dem Märchen eine Logik, eine innere Konsequenz, weit ab von allem Wahrscheinlichen. Deshalb sage ich nochmal, anhand solcher Brechungen können wir lernen, dass die Zahlenkombination sozusagen an dem Schatztresor des Inhaltes dieser Geschichte sich nicht zusammenreimen will, wenn wir dauernd hören, wie die Symbole psychisch zueinander passen würden. Die Geschichte fügt sich aber völlig problemlos. Es öffnet sich der Tresor gewaltfrei. Wenn wir setzen, was ich eben sagte, wir haben es zu tun mit einer Kette von Daseinssymbolen und im Grunde so etwas vor uns wie eine existenzielle Parabel auf unser Leben. Dann beginnt es gleich mit einem zusammengezogenen mythischen Symbol. Den Menschen, die auf Bäumen, man darf sagen, eigentlich gar nicht entführt werden, sondern zur Welt kommen. Sie finden beispielsweise in den mittelamerikanischen Bilderhandschriften der Azteken, wie aus einem Baum, der sich spaltet, die Menschen zur Welt kommen. Oder sie finden den Baum von Tamohuanchan, der wie eine gütige Göttin die Kinder ernährt mit ihren Früchten, eine Art Paradiesesbaum, der die ganze Milchstraße am Himmel ausfüllt. Mit anderen Worten, die Geburt aus Bäumen ist ein uraltes Mythem.
das noch Erinnerung daran trägt, wie einig die Menschen im Grunde mit der sie umgebenden Natur sein müssten. Bedenken Sie nur, dass in dem Zeitraum, in dem wir hier sprechen, innerhalb von 3/4 Stunden mehr als die Hälfte des gesamten Stadtgebietes von Köln ein für alle Mal in den tropischen Regenwäldern verwüstet ist. Und es scheint uns nichts auszumachen. Wir richten Fastfood-Ketten für McDonald's ein und verwüsten dabei die tropischen Wälder von Guatemala, als wenn wir Hunger hätten. Wir tolerieren all den Unverstand, indem wir Menschen der Baumgeburt unserer Zugehörigkeit zur Natur kaum noch wagen, inne zu werden. Diese Geschichte aber ist genauer erzählt. Sie sagt ja nicht, wir sind aus Bäumen hervorgegangen, sondern sie sagt, der Fundevogel ist von einem Raubvogel auf diesen Baum von seiner schlafenden Mutter entführt worden und wird von einem Förster heruntergeholt auf die Erde. Ich möchte dieses Daseinsbild einmal so wiedergeben, dass es uns zeigt, als Wanderer zwischen zwei Welten, nie ganz beheimatet, nur auf der Erde, der Muttererde, die schlafend ist, weil sie uns nicht schützt, nicht meint, nicht besonders versorgt. Kaum, dass wir das merken. Spätestens im Moment, da wir unserer Natur geistig bewusst werden und innehaben des Schicksals, das uns vergönnt ist oder zugemutet wird, findet das statt, was dieses Märchen beschreibt, ein Entrücktwerden von einem Raubvogel. In den Märchen sehr oft stehen diese Raubvögel für eine fast unbarmherzige Geistigkeit. Da ist der Geist so viel wie in der Philosophie von Ludwig Klages, ein Widersacher des Lebens, das nur einfach in organischen Zyklen, sehr tief emotional verbunden, sich vollziehen möchte. Intelligent zu sein, reflexiv zu leben, das bedeutet, alle Selbstverständlichkeiten der Natur zu zerschneiden. Nichts mehr ist einfach in sich gesichert. Alles stellt sich in Frage. Es gibt keinen festen Boden mehr unter den Füßen. Das heißt es, entführt zu werden auf einen hohen Baum, durch einen solchen Adler. Es ist dieselbe Anthropologie, wenn Sie so wollen, wie in der babylonischen Mythe von Etana, der mit dem Adler reiste. Es ist ein Bild für die Bewusstwerdung des Menschen. Aber dann ist das Problem, wie kommen Menschen zurück auf die Erde? Und jetzt beginnt die gesamte Spannung dieser Geschichte. Die Frage geht dahin, wer denn die Köchin, die alte Sanne sei. Und wir müssen die Infragestellung des menschlichen Lebens zutiefst mit ihrer Person, mit ihrer Figur festmachen. So kann die Natur auch erscheinen, nicht nur wie eine schlafende Mutter, sondern vielmehr noch wie eine fressende Köchin. Wortwörtlich jetzt, in ihrem Haushalt, in ihrer Ökonomie, in ihrem Kochtopf sozusagen, in ihrem Siedeherd, bringt sie immer neues Leben hervor, nimmt es aber immer wieder zurück. Es ist ein grässliches Bild, aber völlig in Übereinstimmung mit der Sicht der biologischen Weltdeutung. Alles Leben, das hervorgebracht wird, hat unter anderem den Zweck, in die Nahrungskette wieder eingegliedert zu werden. Da hat uns der christliche Strang der biblischen Überlieferung beigebracht, dass wir als Menschen ein besonderes Nutzungsrecht auf die Tiere erheben könnten. Es war Leo Tolstoi, der einmal meinte, dass solange Menschen Tiere essen, sie auch Kriege führen werden. Ganz sicher ist, dass solange Menschen selbstverständlich Tiere brauchen zu müssen glauben, sie quälen werden in den Massenschlachtanstalten, in den Massenzuchtanstalten, in den Pharmalabors und jede Art von Ausbeutung gegenüber fühlenden Kreaturen, so sensibel wie ein Makakenweibchen oder ein Rhesusäffchen, für ganz normal befinden werden. Wesen, die vieles von den Gefühlen selber kennen, die uns durch sie hindurch im Gang der Evolution zu eigen geworden sind. Es hat einmal im alten China, schreibt der Philosoph des Taoismus im 4. Jahrhundert, Liezi, im quellenden Urgrund, es hat einmal der Kaiser von China an seiner Tafel ein Gebet gesprochen, wie doch Gott so gütig war, uns Menschen die Nahrung zu schenken und also die Tiere, die dazu verarbeitet wurden. Als der kleine Sohn des Dao aufstand
und sprach: Nicht stimmt die Rede meines Vaters, denn wenn der Himmel die Tiere der Menschen zur Nahrung bestellt hätte, so müsste er wohl unseren Körper zur Nahrung bestellt haben, den Schnaken, Fliegen, Moskitos. Wir müssten hinzufügen, jedem beliebigen Einzeller. Er ist der Natur unter Umständen wichtiger als der liebste Mensch an unserer Seite. Das heißt es, nichts weiter zu sein als Teil der Nahrungskette. Irgendwann werden die Mikroben siegreich sein über den liebsten Menschen an unserer Seite. Und in rascher Zeit all das wieder auseinanderlegen, was sich so mühsam und kunstvoll auf dem Wege des Lebens zusammenfügte. Das bedeutet das grässliche Bild von der Natur und ihrem Haushalt als einer Köchin. Noch einmal die Azteken, sie konnten die Erdgöttin zeigen wie eine Art Raubtier, eine Schildkröte mit Raubtierzähnen und Jaguarfängen. Oder wie einen riesigen Kaimanschlund, der sich öffnet und die gesamte Welt jeden Moment in sich zurücknehmen kann. Wir sind nur sehr dünn über dem Abgrund gelagert. Das heißt es, auf dieser Erde geboren zu werden. Es bedeutet, in jedem Zeitmoment unserer kreatürlichen Lebensweise die Köchin im Hintergrund, im Kessel, rühren zu sehen. Es ist nur die Frage, wann wird uns das bewusst? Und was macht es aus uns Menschen, wenn wir dessen inne werden? Wir müssen die Zwiegespaltenheit unseres Wesens noch einmal in der Symbolsprache dieses Märchens durcherleben und erleiden in Gestalt des Fundevogels und des Lenchens. Natürlich liest sich die innige Beziehung dieser Halbgeschwister oder Findelkinder wie eine Liebeserzählung. Und das ist sie in der Tat. Wir sollten aber sagen, weit mehr als die Geschichte zwischen zwei Menschen, zwischen einem Jungen und einem Mädchen, spricht diese Erzählung von uns selber, die wir immer beides sind. Ein Etwas, das man vom Baum herabgeholt hat und das nie ganz heimisch wird auf dieser Erde und das dennoch wie blind ist gegenüber den wirklichen Gefahren. Auf der anderen Seite aber einen fast naturhaften Instinkt, der die Dinge kennt und davor zu warnen vermag. Und jetzt geht die Frage, was aus uns wird. Es gibt eine Angst, die die gesamte Problematik, die es bedeutet, Mensch zu sein, aufsprengt unter der Dynamik der Angstvermeidung. Dann gibt es am Ende nur noch ein Lenchen, das all die Seiten des Fundevogels, der Reflexivität in diesem Falle, der Baumgeburt nicht kennt, sondern das auf die Fragen des Lebens nichts weiter zu antworten wüsste, als weiterzuleben. Umgekehrt, es wäre möglich, wir hätten einen Fundevogel vor uns, der in der Angst vor dem Kochtopf rettungslos wäre, weil er mit sich selber, mit dem Lenchen an seiner Seite, nie tiefer verbunden wäre. Menschen können nur Menschen bleiben, wenn Gedanken und Gefühle, wenn Trieb und Rationalität, wenn Natur und Kultur, wenn Sinnlichkeit und Sittlichkeit, wie immer sie die Gegensatzpaare nennen, eine synthetische Einheit bilden. Niemals ist das selbstverständlich. Und darum mögen Sie erahnen, wie wichtig es ist, Schritt für Schritt einander sich versichern zu sehen, wie das Lenchen dem Fundevogel erklärt, von ihm nicht lassen zu können noch zu wollen, wenn denn der Fundevogel sein Lenchen nicht verrät. Jetzt aber ist die Frage, wie leben wir wirklich? Was die Geschichte erzählt, ist eine einzige Flucht. Und wir unterstellen einmal, so seien wir wirklich. Wir stürzten in das Leben hinein, ohne innerlich je zu begreifen, was wir da tun. Und ist es nicht so? Irgendwann wachen wir auf und es ist, wie hätte man uns in einen Waggon gesetzt, lange noch schlafend, und jetzt rieben wir uns die Augen, schauten aus dem Abteilfenster und sähen zum ersten Mal, wohin wir geraten sind. Wie alt müssen wir sein, um die Augen aufzumachen? Das Lenchen und der Fundevogel entdecken den Tod als eine Gefahr. Zum ersten Mal, man muss in der Abfolge der Bilder jetzt sagen, mitten in ihrer Jugend. Und wie antworten Menschen
in der Fluchtdistanz zu dem sie bedrohenden Tod, wenn sie wissen, dass er unweigerlich sie berühren wird. Das ja tut er unausgesetzt. Unsichtbar sitzt er neben ihnen, eine Armeslänge weit oder nur eine Handspanne weit. Ganz sicher aber nah genug, in jedem Zeitmoment sie erreichen zu können. Die erste Antwort, die wir Menschen versuchen auf die Frage, wie leben wir mit dem Tod oder gegen den Tod oder trotz des Todes, beantwortet sich hier als eine leidenschaftliche Bejahung des Daseins mit der glühenden Energie der Jugend. Da spricht das Lenchen zum Wundevogel von einer zauberhaften Verwandlung, die sie beide durchmachen müssen und dürfen, um den Tod zu widerlegen und sich ihm zu verhüllen, vor seinen Augen, vor seinen Boten unsichtbar zu werden. Das Lenchen und der Fundevogel fliehen nicht mehr weiter. Sie bleiben stehen, sie wurzeln sich ein, sie halten Stand in der Kraft und um den Preis einer wunderbaren Wesensänderung. Es ist die Zeit einer buchstäblich blühenden Rosen- und Blumenständigkeit. So sehen wir Mädchen und Jungen spätestens im Alter von 16, 18, womöglich 25 Jahren leben. Sie sind nichts weiter als blühendes Leben in ihrer Schönheit, ihrer Unmittelbarkeit, ihrer Herzlichkeit. Was sehnte ich mich nach einer Jugend, der man nicht beibrächte, schon mit 18, sich zu fragen, wie sie wohl in Rente gehen mit 65. Was wäre, wenn dieses Märchen mal recht hätte? Wir müssten nicht den Tod verwalten bürokratisch, sondern wir sollten als erstes einmal die Schritte des Lebens innig genug vollziehen. Und dann wäre es allemal die Sprache der Liebe, die Menschen so jung sein lässt, dass sie sind wie aufblühende Rosen. Alle Leidenschaft verinnerlicht sich darin, alle Freude, alles, was aus Menschen wird und aus Blumen wird, wenn nichts sie berührt, als die Zärtlichkeit des Windes, die Wärme der Sonne und die Güte des Taus am Morgen und die Milde des Regens am Abend. Menschen, die so verwurzelt sein können in ihren dichtesten Kräften, kennen keinen Tod. Es ist fast eine Gefahr drin. Vor einer Weile las ich die ungeheuerlichen Predigten, die Bischof Michael von Faulhaber 1914, 1915 in München gehalten hat, bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs, wo er die Jugend Deutschlands aufruft. Und wenn man euch jetzt nimmt als Drahtscherer, denkt, es ist der Wille Gottes, da wird eine ganze Jugend verheizt für nichts weiter, als dass sie in den Tod eines tackenden Maschinengewehrs rennt, um noch mit einer Kneifzange irgendwo am Stacheldraht des sogenannten Gegners eine Schneise zu schlagen für die dritte und fünfte Welle von Menschen, die man hinmordet in der Begeisterung einer 18-jährigen Jugend. Es stirbt sich scheinbar so leicht in der Jugend, weil sie den Tod überhaupt noch nicht kennt. Sie hat überhaupt noch kein Leben gekannt, das sie verteidigen müsste, an das sie sich klammern sollte. Sie ist einfach. Es ist die Zeit, in der die Menschen biologisch so vital sind wie nie. Es ist fast ein Trick der Natur, dass sie gerade in diesen Zeiten als Frauen Mütter werden, fast ohne Nachdenken. Viel problematischer wäre es, hätte man das Leben kennengelernt in all seinen Infragestellungen. In der Jugend sagt man zu ihm ja, kennt nicht die Sorgen. Und die Boten des Todes finden nicht mehr wieder die Opfer, die sie vor sich hergetrieben hatten. Blind sind sie für das, was sie hätten angreifen sollen im Namen ihrer Köchin. Sie finden nichts, was sie pflücken könnten, nichts, was sie wiedererkennen könnten. Menschen, die aufblühen in Jugend, Liebe und Schönheit, sind kein Gegenüber für die Boten des Todes. Sie müssen abziehen unverrichteter Dinge. Es ist eine erste, unreflektierte, selbstverständliche, glückliche Antwort, die zu geben gültig bleibt, selbst wenn wir vielleicht
manch ein und ganze Teile von uns selber dabei kennen sollten, die so intensiv glücklich in jungen Jahren kaum zu sein vermochten. Wir mögen allen Infragestellungen Aufschub geben bis zum nächsten Mal. Da ist es, dass die Boten des Todes ihrer Auftraggeberin, der Köchin, berichten, was sie gesehen haben, um es zu übersehen, ein blühendes Rosenbäumchen. Und wieder werden sie nach vorn geschickt, das Gesehene jetzt zu zerstören. Aber als sie kommen, fordert das Lenchen den Fundevogel auf, sich in eine Kirche und eine Krone mit ihm zu verwandeln. Was sie da zwischen den Zeilen hören, ist ein Unglaubliches an Weisheit, will mir scheinen. Gerade wenn ich eben noch betonte, wie großartig schützend sich die Jugend zwischen unserem Leben und dem Tod zu stellen vermag, sollten wir ja glauben, es sei das Versprechen der ewigen Jugend die beste Widerlegung der ständigen Todesgefahr. Eine ganze Industrie macht sich diesen Aberglauben zunütze, wirkt reine Wunder der ewigen Jugend und findet immer wieder Menschen, die glauben, wenn sie nur dieses Kosmetikum, wenn sie nur dieses Parfum wenigstens benutzen wollten, dann strahlte immer noch Rosenduft oder Moschusglanz über sie. Und immer noch mit genau derselben Art verlockend und blühend wie damals. Man möchte noch mal 20 sein. Es war ein Lied, das die Älteren von Ihnen unvermeidbar jeden Sonntag spätestens um 3 Uhr im Rundfunk hören konnten. Möchte man es wirklich? Dieses Märchen nennt den Aberglauben der ewigen Jugend eine tödliche Gefahr. Würden wir dem American Way of Life folgen, dass es für großartig gehalten werden kann, wenn eine Schauspielerin aus dem Denver-Clan mit weit über 50 immer noch so aussieht wie eigentlich mit 35, dann meint dieses Märchen, der präparierte Tod in Hollywood würde gerade diejenigen unvermeidlich erreichen, die sich an nichts weiter anzuklammern wissen, als an die Verweigerung ihrer Reifung schon in der Jugend. Anders ausgedrückt, würden die Boten des Todes an dieser Stelle, Fundevogel und das Lenchen, immer noch im Zustand des Rosenbäumchens treffen, wüssten sie genau, was zu tun ist, und zwar unverzüglich. Diese Art von stehengebliebenem Leben, von aufgesparter Neuverwandlung und Weiterentwicklung, würde der Tod treffen, weil ein stehenbleibendes Leben selber der Tod ist. Das meinte einmal Lampedusa sehr schön in seinem Roman im Italienischen, das Leben, der Leopard, das Leben muss sich ändern, um sich gleich zu bleiben. Das ist ein großartiges Motto. Immer glauben wir, und zwar am allermeisten an den Verwaltungsstellen der Macht, wir hätten da etwas zu verteidigen, indem wir es fossilieren, indem wir, weil es so gut ging, vielleicht im Verlauf von Jahrhunderten, jetzt ein für alle Mal so festschreiben und nehmen es mit in der Zukunft fort und töten es als Leben. Fundevogel und das Lenchen haben einzig die Chance, durch eine neuartige Wandlung ein zweites Mal die Todesboten zu täuschen und sie unsichtbar zu machen vor ihrem Zugriff. Die Verwandlung jetzt aber lautet Kirche und Krone. Es ist ein wunderbares Bild, weil ich es zeitlich ansiedeln möchte, zwischen 40 und 55 etwa, um die Zeit der Krise in der Mitte des Lebens. Da können wir nicht mehr sagen, wir leben, um glücklich zu sein, um Spaß zu haben, um uns jung zu fühlen. Jetzt gilt es, Antwort zu geben. Und die erste Antwort lautet, dass wir buchstäblich eine innere Souveränität, eine Königskrone brauchen, um all das, was wir waren, in Freiheit und neuer Entscheidung noch einmal zu leben. Es ist gewissermaßen, als würde die Französische Revolution individualisiert. Jeder darf als König seines Lebens sich fühlen. Das heißt es, eine Krone zu werden. Selber zu denken, selber zu fühlen, selber Verantwortung zu tragen.
Ein Ende der Entschuldigungen, wie man gelebt wurde, wie man groß geworden ist, was Vater und Mutter gesagt haben, was die anderen immer schon gewusst haben. Alles das gilt nicht mehr, sondern selber zu sein. Spätestens jetzt kann man es erwarten. Und eine Kirche zu werden, ich sehe jetzt ab von all den Modalitäten der verquerten Assoziation, die einem kommen kann, wenn das Wort Kirche ausgesprochen wird. Gemeint ist ohne Zweifel so etwas, wie dass unser Leben ein Heiligtumsraum werden müsste. Etwas an sich Bestehendes, das sakrosankt ist vor jedem Zugriff, vor jeder Profanierung. Etwas, das mit seiner Stirn an den Sternen streift, während unsere Füße noch im Staube stehen. Etwas in sich Heiliges. So den Menschen zu sehen, wäre bestes biblisches Erbe. Der Mensch an unserer Seite ein zerbrechliches Wesen, so heilig wie ein Ort, an dem Gott wohnt und Platz nimmt. Wer das lernt in der Mitte des Lebens, beginnt ein wirklicher Mensch zu sein und widerlegt den Tod. Ein drittes bleibt, wenn die Köchin kommt, denken oder sagen wir im hohen Alter. Da sind die beiden Antworten der Verwandlung in den Teich und die Ente, um den Tod zu töten, Kraft der Liebe. Wie das geschieht, erklärte mir ein Mann, der seit Jahren bettlägerig ist unter großen Schmerzen, ein ehemaliger Theologiedozent, der heute fast an gar nichts mehr glaubt. Wissen Sie, wenn man älter wird, braucht man alles das nicht mehr, spricht er. Aber über den Tod habe ich so innig nachgedacht. Früher hat er mich erschreckt, aber wissen Sie, jetzt denke ich, es wird doch alles weitergehen. In den Feuern des Kosmos werden neue Gestirne geboren werden, neue Elemente zusammengeschmolzen. In den Höhlen der Tiefen wachsen neue Gesteine. In Millionen von Jahren trägt das Leben sich weiter. Und ich habe dessen Zeuge sein dürfen für einen winzigen Ausschnitt von Zeit. Das ist der Teich, die Erstreckung in die Horizonte einer quasi Unendlichkeit von Jahrmillionen. Dann aber brach er plötzlich ab und fragte Drevermann, sagen Sie, glauben Sie an so etwas wie Unsterblichkeit? Ich sagte, die alten Ägypter hatten ein großartiges Bild. Wenn ein Mensch stirbt, ist etwas in ihm gleich einem goldenen Vogel, das zurück möchte zu seiner ewigen Heimat unter die Sterne. Ein Mensch ist unendlich viel mehr wert als ein Körper, der sich windet vor Schmerzen, wenn er dem Tod entgegenfiebert. Das, was Sie sind, wird nie vergehen. Hören Sie, Sie waren niemals. Sie sind immer. Das ist mein Glaube. Dieses Märchen spricht es dahin aus, es gäbe in uns eine vogelähnliche Kraft, kein Adler mehr, aber ein Wesen zwischen der Erstreckung des Horizonts auf der Fläche des Sees, imstande, sich aufzuschwingen in die Luft und den Himmel. Das sind wir Menschen, fähig inmitten einer sich dehnenden Zeit eine Ahnung der Ewigkeit zu haben. Und dies, dass wir hoffen dürfen, auf eine andere Form des Lebens, in welcher die Liebe ewig ist, macht uns zum Menschen, zum Fundevogel und seinem Lenchen. Ich danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus